So Leute, das sind wir wieder. Oh Gott. Nach der Desasterschlacht von Apollonia. Ja, die Etrusker beweisen sich als wahre Kriegsführer, denen wir nicht gewachsen sind. Ach ja, Leute, ich glaube, das werden wir verlieren. Das werden wir auch so verlieren. Ach ja. Vielleicht so, vielleicht auch noch in dieser Aufnahmesession. Wer weiß, unsere letzte Armee niedergeht. Unsere letzte Hoffnung ist wirklich Brundisium, Leute. Wenn wir die Stadt Brundisium einnehmen und halten können gegen jegliche Angreifer, dann haben wir eine Chance. Hauptstadt verloren. Larissa ist die neue. Okay. Und das Abkommen aufgelöst. Ach, die AI. Verdammt. Folgende Siedlung Apollonia. Ja, ich weiß. Flotte zerstört. Fraktion vernichtet. Wer denn? Soeben. Armee zerstört. Wir hatten gar keine richtige Armee. Ah, okay, die haben keine Chance. Okay. Puh, ich bin so fix und fertig. Das glaubt ihr kaum. So, Brundisium. Du wirst untergehen. Wir haben unsere Elefanten. Belagern Sie mal eine Runde, was nicht schlau ist, aber trotzdem schlau ist. Nee, ist nicht richtig schlau, aber besser als die Mauer zu stürmen, meint ihr nicht auch? Okay, ja gut, währenddessen die hier belagern, machen sich mal die Larissianer auf zu Widerstand. Okay, Schönsfälle. Ja, dann nehmen wir mal den mit der List. Mir aufstellen. So. So. Einmal Bogenschützen, einmal Hopliten. Haben wir schon mal eine Mini-Armee. Naja. Das war richtig für den Arsch. Diese Schlacht war richtig für den Arsch. Aber gut. Man soll sich nicht beschweren. Es folgen auch gute Zeiten, können folgen. Oh, das ist eine Garnisonsflotte. Die können wir vielleicht. Ne, die können wir unmöglich plätten, aber. Aber die sind in Gewaltmarsch. Ja, komm, lass mal so defensiv gehen hier, oder? Wache. Ja, Wache stellen hier. Patrouillieren. Na, ich hätte nicht Brundisium angreifen sollen. Ich hätte ein Fort errichten sollen, ne? Ich weiß schon. Aber. Oh Gott, noch eine Armee. Leute, das wird wieder ein Desaster. Ich sehe es schon kommen. Boah. Leute, ihr seht eine Schlacht nach der anderen und jede Schlacht verliere ich im Momentan. Jede Schlacht. Wir gegen den Rest der Welt. Oh, es ist so eine Seeland-Angriff-Dingens, ne? Ja, das ist aber nice. Vielleicht könnten wir es mit der Flotte zusammenschließen. Ja, probieren wir es mal, aber wir brauchen erstmal hier so eine schöne Fläche. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas gegen Fernkämpfer. Da kenne ich auch schon was. Und zwar Elefanten. So, die gehen dahinter. Oder einfach Fernkämpfer als Antiwaffe benutzen. Das geht natürlich auch. Das schon, das nicht. So, hier vorne. Blenklamon das lieber mal an. Die Elefanten hier. Das ist ziemlich weit weg, aber trotzdem macht es nichts. Und er hier hin. Und die Barbaren hier. Okay. Wir müssen die Stadt einnehmen, Leute. Wir müssen ihre Garnison zerschlagen und sie einnehmen. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Jawohl. Das ist sehr, sehr hilfreich. Dann können wir jetzt die Schiffe da, glaube ich, wegblenden, kann es sein. Das sind, glaube ich, ihre Garnisonsflotten, oder? Nee. Alter Scheiße, das sind viele. Ah, wir könnten jetzt mit diesen Schiffen in den Rücken reinfallen, ne? Ne? Warte, die können doppelrudern. Die können auch rudern, um sogar motivieren. Okay, und wie sieht es mit den Landstreitmächten aus? Okay. Und jetzt würde ich den Bootskampf der AI überlassen.
Nein. Das überlasse ich lieber nicht der AI. Das ist zu wichtig. Okay. Dann zeigt euch mal, was ihr drauf habt. Auf dem Landfight. Aber was wir natürlich jetzt glücklich empfangen würde, wäre, wenn das hier die Verstärkung wäre. Und das ist sie vermutlich auch. Und wenn wir sie jetzt aufhalten können mit unserer Flotte, dann wäre das schon ziemlich awesome. Zack. So. Da gibt man ordentlich Gummi. Obwohl Anton wäre irgendwie schon so ein bisschen cooler. Na, tun wir mal Anton. So. Okay. Sie ignorieren meine Elefanten, das finde ich ziemlich nice. Das finde ich richtig nice sogar. So, meine Kavallerie bitte schön hier. Oh mein Gott, die ignorieren meine Elefanten. Ist das wirklich so oder tun sie nur so? Das wäre nämlich richtig awesome. Komm schon. Ja, mein Jen, der wird das alles schaffen. Der wird das alles plätten. Der wird das alles kriegen. Das ist Überfall-Linie, oder? Das kann das sein. Hitler kann das sein. Was? Die entern uns? Sind die dämlich? Und beide sind kaputt. Tatsache. Mein. 50-50. Dann gucken wir mal die Landstreitmachten an. So. Gut, gut. Das ist sehr awesome. Das mag ich. Verlangsamen sie an, okay. Okay, okay. Entert ihr fleißig. Fighting for glory. Oh Gott. Die werden richtig zerballert. Eines unserer Schiffe wird verändert. Jawohl. Oh Gott. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Oh Gott. Das ist ein schändlicher. Na, na. Kriegt ihr sie gebacken? Kriegt ihr sie? Das wäre so passend, ne? Das würde euch doch wohl so passen, die Ärsche. Awesome, awesome, endlich mal läuft viel was nach Plan, Junge. So, dann ziehen wir uns mal schnell zurück und lassen unsere Phalanx vormarschieren. Und jetzt haben wir ihre, ihre Formation durchbrochen. Und das heißt so viel wie, dass wir sie jetzt plätten werden. Weil solange sie keine Formation haben, können wir sie zerreißen. Und zwar in Stücke. Okay, und dann können wir in Ruhe den die Ankunft der feindlichen Verstärkung erwarten. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Das ist aber schade, dass wir ein paar Elefanten dadurch verlieren. Naja. Ein paar Verluste müssen wir leider hinnehmen. Das ist noch ein paar ein bisschen zu langsam. Steinschleuderer!
Schade, jetzt haben wir noch 7 Elefanten. Naja. Dann brutet sie mal ein bisschen aus. Lass sie mal ein wenig. Okay, ich sorry Leute, dass ich jetzt gerade so wenig rede, aber ich bin extremst konzentriert gerade. Concentration. Okay, du gehst da lang. Holy shit, man, zittere ich vielleicht. Ich weiß nicht, ob man mir das anmerkt, aber ich bin wirklich extremst nervös, weil von dieser Schlacht einfach so viel abhängt. Weil das ist wirklich meine allerletzte Armee, sozusagen. Das ist, ja doch, das hat schon was Episches, sag ich dir. Aber, naja, es ist halt auch verdammt aufregend. Soll ich nicht? Ach komm, zieh sie lieber zurück. Wir können uns nicht leisten, dass wir eine Kavallerie verlieren. So, ihr schießt da mal schön drauf, genau. Finde ich gut. Und ihr macht die Arschlöcher zunichte. Oh, jawohl. Da fliehen sie wieder. Ja, ich weiß. Und immer schön lächeln beim Schießen. Na 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 na. Haben wir sie? Wo ist der Jen? Wo ist der? Ach, der lebt ja noch. Holy fuck. Alter, der flieht nicht mal. Und wenn ich sage, der lebt noch, dann meine ich auch manchmal, dass sie nicht fliehen halt, weil dann sind sie praktisch für mich schon wieder gestorben. Warte, ich will anvisieren. So, Attacke. Jawohl, sie umzingelt sie, yay. Alter, wir haben kaum Männer verloren, das war jetzt wirklich. Außer die Plänkler, aber die sind unwichtig. Oh fuck, doch. Wenn ich schon darüber rede, dann verlieren wir extra so viel. Aber erst wenn ihr Jin tot ist. Ah, fuck it. Ein paar müssen wir aber leider halt entbehren, ne? Hilft nix. Verzieht euch schon da mal, bitte. Und Strike! Burn! So, jetzt fliehen sie aber. Die Huren. Los, los, los. Viele leben da noch. 10 und tot. Ich denke mal, das waren alle, oder? Ja. Müssten alle sein. Okay. Sammeln. Und die Ankunft des Feindes erwarten. Ich gehört. Aber die Jen ist anscheinend immer noch nicht tot. Das macht nichts, der flieht. Oder, nee, der wird ja gar nicht angezeigt, stimmt. So. Nein, nein, stopp! Idioten. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Idioten. Okay. Okay, dann machen wir das mal so, als ob die da hinten irgendwo ankommen würden. Ich habe nämlich keine Ahnung, wohin die hinfahren. Aber die scheinen noch Kurs beizubehalten, also... Wollen die also irgendwo hier oder was weiß ich, da hinten irgendwo... Wollen die sich bestimmt aufstellen? Dann stellen wir uns auch irgendwie auf. Aber wir werden sie natürlich am Strand erwarten, ist ja klar. Ganz wie es unsere Tradition verlangt. So, alle Nahkämpfer eine Linie bilden. Alle Fernkämpfer eine Linie bilden. Dann werden sie niedergeschossen. Die Kavallerie nach links. So. Jetzt werden sie niedergestreckt. Sobald sie an Land kommen, sind sie tot. Erledigt. Finito. Wie viele sind sie denn eigentlich? 1. Okay, der ist extremst geschwächt. Dieser Trupp anscheinend. Ich glaube aber, der war schon so. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Trupps gegen 3,
6, 7, 8, 9, 10, 11 Trupps. Aber die Elefanten zählen doppelt. Das heißt gegen 13. Nee, gegen 12. Oh, ich kann Mathe, Digga. Okay. Kavallerie ist bereit. Keine Verluste litten. Wenig Verluste, wenig, 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 wenig. Wenig, mittelmäßig. Noch zu verkraften halt. Hohe Verluste und die hier mittel. Ja, die sind mir eigentlich auch am wichtigsten, diese Elefanten. Gut. Obliden bereit, ja. Oh, die liegen schon an Land. Die liegen, die links drauf an hier. Dann eliminieren wir gleich mal eine Einheit. Hab ich gehört. Den Rest begrüßen wir. Langsam, langsam, Brauner. Ruhig, Brauner. Okay. Ja, komm, die kriegt ihr klein los. Und der Rest von euch orientiert sich mal hier lang. Los, auf sie. Ja, yeah, und Peitsche? Nee, oder die brauchen sie nicht. Jawohl, auf sie, auf sie, auf sie, auf sie. Ah, die werden niedergemetzelt, Alter. Die fallen wie die Fliegen. Jesus Christ. Der kommt noch dazu. So, das Begrüßungskomitee ist für die anderen Schiffe da. So. So. Nein, nein, du nicht, du nicht. Okay. So. Das ist doch mal ein perfektes Manöver, um die gesamte feindliche Einheit auszulöschen. Und dann einfach nur noch, what the fuck. Wir können aber auch mal was machen hier. Astartes. Los, legt an. Packt an. Oh, 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 Scheibenkleister. Wo ist meine Kavallerie? Da hinten. Dann tu mal den dafür stärken. Ne? Die beiden brauchen jetzt aber richtig Hilfe. Dann hol noch die Phalanx hinzu. Und die Kavallerie kümmert sich dann hier drum und die da drum. Deshalb sagen wir zu diesem Einheitenbegrüßungskomitee. Los, 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 los. Schnappt sie euch. Das kann doch nicht wahr sein. Sind die so dämlich oder tun die nur so? Unser General wird angegriffen. Unser Jenna? Jenna? Söldnerkavalleristen, die können wir snacken, ja. Die könnt ihr euch vorknöpfen und ihr knöpft euch einfach den Rest vor. Einfach macht irgendwas draus. Keine Ahnung. Philitis Tomoklis. Okay. Ach so, die haben keinen Nahkampf mehr. Okay, okay, okay. Dafür haben wir unsere Elefanten da. Ist ja kein Ding. Ist ja kein Ding, Digga. Alter, wie die einfach schon am Strand fertig gemacht werden. Juhu. So, so lobe ich mir das hier. Motivieren lassen wir mal diese Rampensau und... Ja komm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die uns brauchen. Oder? Wie viele leben denn da noch? Ja, da leben noch genug, okay. Wo landen die denn? Die Säcke? Die landen ja alle im Zwischenspalt oder was? Wollen sie mich verarschen? Das wird euch wohl so gefallen, ihr Nutten. Und na. Phalanx los. Schnapp schon zu.
Ja, links kassieren die da auch ein bisschen so eine Friendly Fire. Okay, nee, warte. Ihr knüpft euch die Pferde vor. Ihr knüpft euch irgendwas vor oder haut es einfach nur ab, keine Ahnung. Ich würde eher sagen, dass alle sich verziehen sollen. Bis auf, sag ich mal, diesen Trupp. Und diesen Trupp. Nee, diesen Trupp. Na los, jetzt mach doch mal was, die scheiß Piken. Ja, okay, ich glaube, dieser Part wird ein bisschen länger, oder? Ich meine, die Schlacht dauert jetzt hier schon ein bisschen lang. Aber ist ja auch eine der größten, die ich bis jetzt hatte, also in dieser Kampagne. Oder eine der wichtigsten vor allem, Alter. Ohne Zweifel, eine der wichtigsten Schlachten überhaupt. Und eine der unausgeglichensten, obwohl ein bisschen ausgeglichen schon, ne? Ja, okay, jetzt zupft euch hier mal auch so raus. Was haben die denn? Ach, die haben das Speerwerfer, ja, dann ist ja okay. Dann ist ja okay. Na los, tötet sie, tötet sie. Und sie fliehen. Jetzt sofort los. Mach, mach, mach. Flieh doch. Fliehen. Jawohl. Okay, von mir aus können die sich hier sammeln, oder? Hm. Ja, komm, den snack mal. Die snack mal. Die sind kein Hindernis. So. Die Elefanten greifen an. Bam. Wieder mal ist ihre Maler für den Arsch. Moral. Moralle. Für einen Papa. Hopplaten. Crowning Country. Los, los, los. Oh, hoffentlich bleiben die da nicht für immer stecken. Bitte sag mir nicht, dass die da für immer stecken bleiben. Ach komm, die Phalanx ist doch auch ein bisschen buggy. Gerade. Ah, wir haben einen Elefanten verloren, das ist nicht gut. Okay, okay, wie viele kommen hier noch an Land? Let me watch. Also. What the fuck, hier sieht man ja gar nichts. Ach, die fliehen auch gleich. Oh, das ist ja mal geil. Greifen die Elefanten die auch an. Yeah, wir haben gewonnen! Sieg! Natürlich fortfahren. Ich will alle metzeln, die es gibt hier. Ich will alle schnitzeln. Hellenische königliche Kavallerie. Los, los. Es gibt kein Entkommen. Es gibt kein Entkommen für die, die fliehen. Ihr könnt eure Phalanx jetzt ruhig aufheben. Passt schon. Yeah, man. Yes, wir haben die wichtigste Schlacht im Leben unseres Untertanen geschlagen. Und jetzt cutte ich hier mal kurz die Szene und lösche alle aus, oder? Ja, ich cutte das mal und wir sehen uns dann später. Beziehungsweise ich... Ja, ich beende diesen Part. Und wir werden sehen, was aus Brundisium wird. Tschüss. So, ja, das war das Video, Leute. Hier seht ihr die verschiedenen Projekte meiner Kollegen und mir. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte ich um einen Daumen hoch. Falls nicht, kommentiert es bitte und sagt, was wir falsch gemacht haben oder was wir verbessern könnten. Wir sehen uns dann, Leute. Tschüss.